Fangen wir jetzt erstmal einfach mit dieser Kernfrage an, die heißt, wie geht es Ihnen mit dem Rauchen? Diese verdammte Raucherei. Ich bin süchtig, Nikotin-Junkie. Ja. Und damit bin ich nicht allein. Ich wache auf, ich finde die Schachtel blind. Die Nachbarn beschweren sich, weil's vom ersten Stock bis in den... Rauchen ist zwar irgendwie aus der Mode gekommen, mein Kollege Hubi hat auch schon aufgehört. Weil seine ganze Gesundheit wird gefickt. Trotzdem, über 70 Milliarden Zigaretten werden in Deutschland pro Jahr geraucht. Ich bin ein schwacher Mensch, doch ein starker... Ich kann das gar nicht mehr richtig steuern. Deshalb will ich aufhören. Und ich will meine eigene Sucht besser verstehen. Ich mache eine Suchttherapie. Und treffe mich mit dem Chefvertreter der Zigarettenlobby. Haben Sie jemanden im Bekanntenkreis, der an Lungenkrebs gestorben ist? Nein. Außerdem spreche ich mit Menschen, die sich die Lunge kaputt geraucht haben. War der schlimmste Tag, dass ich angefangen habe. Aber damals hat es Spaß gemacht, ne? Dieser Film ist für mein 16-jähriges Ich. Mit der Botschaft, schau ihn dir an, Katja. Und dann denk vielleicht noch mal drüber nach, ob Rauchen wirklich so cool ist, wie du denkst. Der peinlichste Film meines Lebens. Angefangen hat bei mir alles als Teenager. Aufgewachsen auf dem Dorf, der Zigarettenautomat stand nicht mal 10 Meter von unserer Haustür entfernt. Hier habe ich meine erste Packung gekauft. Meine letzte Reportage für das Y-Kollektiv hat mich zum Grübeln gebracht. Ich war bei einer Abstinenzgemeinschaft, wo Drogensüchtige ihren Entzug machen und komplett nüchtern leben, auch ohne Zigaretten. Eine rauchen würde ich gerne ab und zu machen. Ja? Ja. Also, verstehen, dass mir das fehlt im Moment. Natürlich, ja. Total. Man ist auch total gereizt. Ich war heute Morgen beim Frühstück, da wollte ich unbedingt gerne rauchen. Ja. Echt, ja? Ja, 20 Minuten später war es weg. Kaum war der Dreh vorbei, habe ich weitergequarzt. Nach 3 Tagen Entzug mit Kameramann Ilan eine durchziehen. Eine der besten Zigaretten seit langem. Aber irgendwie kann es doch so nicht weitergehen, oder? Probier's mal mit dem Buch Endlich Nichtraucher, sagen mir viele. Ich versuch's mit dem Hörbuch. Die volle Wahrheit ist, dass Ihnen das Rauchen absolut überhaupt nichts bringt. Der Durchschnittsraucher hat keine Ahnung, warum er raucht. Stimmt, warum eigentlich? Die Sinnfrage stelle ich mir schon länger. Endlich Nichtraucher bringt mir aber erstmal nichts. Ein paar Mal habe ich schon aufgehört. Nach ein paar Wochen bin ich aber immer wieder schwach geworden. Jetzt soll's langfristig klappen. Erste Station, Krankenhaus Havelhöhe, eine anthroposophische Klinik in Berlin. Hier wird ganzheitlich behandelt. Körper, Seele, Persönlichkeit als Einheit angesehen. Und es gibt ein Angebot zur Rauchentwöhnung. Ihr Ziel ist ja, wie Sie mir gesagt haben, Sie wollen das Thema Rauchen bewältigen. Sie wollen, ich sage es mal in meinen Worten, glückliche Nichtraucherin sein. Das kriegen Sie nicht mit dem Lichtschalter aus oder an hin. Okay. Und deswegen ist sowas in der Regel etwas, was wir Therapie nennen. Das ist Dr. Christian Grah, Chef der Abteilung Lunge und Rauchentwöhner. Den Nichtraucherkurs macht man hier normalerweise in Gruppen. Dr. Grah hat schon unzähligen Leuten das Rauchen abgewöhnt. Und jeder sagt immer, meine Großmutter ist 90 geworden, ich habe gute Gene. Bingo, meine sogar 102. Geraucht hat sie aber nie, soweit ich weiß. Ich dagegen schon fast mein halbes Leben lang. Statistisch ist es halt so, wenn Sie jetzt aufhören, dann gewinnen Sie noch 10 Jahre. Klingt ja schon mal verlockend. Ich würde gerne alt werden. Fangen wir jetzt erstmal einfach mit dieser Kernfrage an. Ja. Das ist die eigentliche, für mich zentrale Frage. Und die heißt, wie geht es Ihnen mit dem Rauchen? Also wenn ich ganz ehrlich bin, geht es mir relativ gut mit dem Rauchen. Mhm. Erzählen Sie mir mehr davon, ja. Wie es Ihnen gut geht mit dem Rauchen. Als Raucher nimmt man sich ganz schön viele Auszeiten. Päuschen hier, Schwätzchen da. Wir Raucher sind ein geselliges Völkchen. Und auch wenn ich durchaus mal ein Päckchen am Tag rauche, gehe ich gern joggen. Die Kondition ist okay. Das Beste am Rauchen, es hilft mir, mich zu konzentrieren. Wenn ich Filme schneide, rauche ich eine nach der anderen. Ich kann irgendwie besser nachdenken, mit Kippe in der Hand. Also Sie nutzen das Rauchen, um fokussierter sowohl seelisch wie geistig tätig sein zu können. Ja. Und dann habe ich auch das Gefühl, das ist, und ich weiß nicht, ob das auch bloß psychisch oder chemisch ist, dass die Zigarette mich wach hält, dass die mich anregt. Das ist ein gut untersuchter pharmazeutischer Effekt von dem Nikotin. Nikotin hat gute Seiten, das ist Dr. Grah wichtig. Trotzdem muss ich von den Kippen weg, für die Lunge.
Erstmal soll ich mein Rauchverhalten beobachten. Vor jeder Zigarette auf einem kleinen Zettel, den Sie am besten mit einem kleinen Bleistift in die Zigarettenschachtel tun, auf einen Zettel einen Strich zu machen, bevor Sie rauchen. Das Feuerzeug, mein treuer Freund, denke nicht, dass eine Stange eine Woche hält. In den nächsten Tagen darf ich ruhig weiter rauchen, nur bewusster. Ich drück die Schachtel auf. Die vierte mache ich. Das ist überhaupt nicht nervig. Deutschland ist weltweit unter den Top 10, wenn es ums Rauchen geht. Zigarettenautomaten gehören bei uns dazu. Die Regeln für Tabakwerbung sind so locker wie sonst nirgends in der EU. Jeder vierte Erwachsene raucht. 14 Milliarden Steuereinnahmen im Jahr, mit denen der Staat zum Beispiel Infrastruktur finanziert. Ich will mit denen sprechen, die an Süchtigen wie mir richtig gut verdienen. Mit der Zigarettenindustrie. Ein Besuch im Reich des Bösen sozusagen. Ich treffe Jan Mücke, Chef des Zigarettenverbandes. Früher übrigens Bundestagsabgeordneter für die FDP. Wir wollen ja aus einer Mücke keinen Elefanten machen. Sie haben Ihre Zigaretten da? Wollten Sie gerne eine rauchen? Ja, oder? Gerne. Ich habe das im Moment, ich muss jetzt, also ich mache ja auch eine Anti-Rauch-Therapie aktuell. Also ich möchte gerne aufhören. Respekt. Ja. Und deswegen muss ich bei jeder Zigarette jetzt einen Strich machen. So. Die Sie sozusagen konsumieren? Dann. Die ich konsumiere. Okay. Genau. Danke. Ja, das ist Teil der Therapie. Es gibt auch viele Menschen, die das Produkt gar nicht mögen und deshalb auch sehr drastisch kritisieren. Und in diesem Mikroklima fühle ich mich besonders wohl. Ja? Macht es Ihnen Spaß, die Zigarette zu promoten? Ich promote ja nicht die Zigarette. Und selbst das wäre kein Problem. Also für mich ist das Entscheidende, dass ich als erwachsener Mensch eine Entscheidung treffen kann, ob ich das möchte oder nicht. Mhm. Wenn ich das weiß, das geht mit Gesundheitsgefahren einher, dann ist das am Ende meine eigene freie Entscheidung, wenn ich das tue. Rauchen ist Freiheit. Menschen sind selbst für ihre Gesundheit verantwortlich. Klassische FDP-Argumentation. Das Ding ist nur, wenn du erstmal süchtig bist, und das ging bei mir schnell, dann checkt man, dass die Werbung lügt. Nix mehr mit Freiheit. Dann geht's nur noch darum, wann du deine nächste Kippe rauchen kannst. Rauchen ist gefährlich. Mhm. Wie gesagt, es gibt Erwachsene, die dann trotzdem sagen, ja, ich kenne die Risiken und ich nehme sie für mich persönlich in Kauf. Ich glaube aber, es gibt auch sehr viele Menschen wie ich, die sagen, ich kenne die Risiken, ich bin aber ein scheiß Suchti und deswegen rauche ich und komme nicht von los. Dann glaube ich, ist es gut, wenn Sie ein Hilfsangebot wahrnehmen, und das tun Sie offenbar. Ja, ich habe halt auch Angst, dass ich irgendwann mal Lungenkrebs bekomme. Dann hören Sie auf zu rauchen. Ja. Wenn Sie diese Angst haben, dann hören Sie bitte auf. Ja, versuche ich auch, es ist aber halt nicht so leicht. Ne? Ich habe es auch schon 2-3 Mal versucht und ich habe es nicht so richtig geschafft. Also frage ich mich halt, wenn ich jetzt an Ihrer Stelle wäre, ne, und für die Zigarettenindustrie arbeiten würde, würde ich mir da nicht ein bisschen schlecht vorkommen? So? Weil es gibt viele Lungenkrebspatienten, die offensichtlich durch das Rauchen Lungenkrebs bekommen haben. Ne? Stehen Sie dem völlig wertfrei gegenüber? Ja, weil es eine individuelle Entscheidung ist, ob ich rauche oder nicht. Sind Sie süchtig? Keine Ahnung, also ich glaube eher nicht. Das ist ja beeindruckend. Das wäre ich nämlich auch gerne, so ein sogenannter Genussraucher, auch wenn das irgendwie, naja, ein komischer Begriff ist. Aber warum ist das ein komischer Begriff? Weil ich glaube, dass die Schwelle zum Suchtraucher sehr, sehr, sehr niedrig ist und niedriger, als so mancher wahrhaben will. Wenn ich jetzt bei Herrn Mücke hört es sich so an, als ob fast alle Raucher Genussraucher sind. Süchtige wie mich beschreibt er wie traurige Einzelfälle. Wahr ist, ich bin drauf reingefallen als Teenie, als ich noch selber geglaubt habe, dass Rauchen Freiheit bedeutet. Y-Kollektivkollege Hubi Koch hat auch lange, gerne und viel geraucht, bis ihm der Arzt Asthmaspray verschrieben hat, wegen der Atemprobleme, die eigentlich vom Rauchen kommen. Da hat er aufgehört. Es ist ja nicht so, dass ich keinen Bock hätte zu rauchen. Also zum Beispiel jetzt hier, schöne Grüße aus dem Urlaub in Genf. Urlaubsfeeling, da hat man schon Bock, aber ich weiß, Rauchen ist einfach, es ist scheiße. Während ich mein Zigarettchen noch genieße, lausche ich den Sprachnachrichten des überzeugten Nichtrauchers Hubi. Weil Rauchen ist eine sehr teure Selbstzerstörung und ein Akt purer Autoaggression. Man zahlt sehr viel Geld dafür, dass sämtliche Kapillargefäße, deine ganze Gesundheit wird gefickt. Stimmt ja. Ich will ja auch aufhören. So schnell wie möglich. Höchstens 2 Wochen. Dann ist der Film im Kasten. Das war der Plan. Ich dachte halt, wir kriegen das recht schnell über die Bühne.
sieht mein Suchtherapeut Dr. Grah aber anders. Er hat mir eine E-Mail geschrieben. Nach meiner Einschätzung braucht es mindestens 4 Wochen, bis Sie, Katja Döhne, einen sinnvollen Rauchstopp hinkriegen. Das bedeutet finaler Schnitt im April. Die Sucht steckt zu tief im Unterbewusstsein bei mir. Und wenn ich wirklich langfristig aufhören will, müssen wir uns noch ein paar Mal treffen. Das hat gesessen. Hallo. Hallo. Na? Bei unserer nächsten Sitzung bricht dann alles aus mir raus. Was habe ich bloß für eine Scheiße gebaut? In dem Moment denke ich ernsthaft, dass ich vielleicht gar nicht mehr ohne Kippe leben kann. Und jetzt habe ich Angst, dass das stimmt. Ich bin ganz sicher, dass es jedem Menschen das Potenzial gibt, neue Sprachen zu lernen. In den nächsten Tagen soll ich mir Gedanken machen, welche Vor- und Nachteile das Weiterrauchen bzw. das Aufhören für mich hätte. Meine größte Angst ist, irgendwann krank zu werden. Dr. Grah ist ja auch Chefin der Lungenabteilung des Krankenhauses und bringt mich mit 2 seiner Patienten in Kontakt. Herr Rückert hat wahrscheinlich Lungenkrebs. Noch wartet er aber auf eine genaue Diagnose. Man hat in den Aufnahmen wohl was gesehen, was also, ich sag's einfach mal, ein Tumor gleich kommt. Mhm. Und denkt, oder mit 99% der Wahrscheinlichkeit wird es also wohl so sein. So, und dadurch liegt das Ergebnis also wohl morgen Abend erst vor, um jetzt zu sagen, jawohl, das ist Lungenkrebs und wir sind 4 Wochen ist zu Ende, oder ich weiß nicht, was man sich da vorstellt. Die Ungewissheit ist im Moment das Allerschlimmste für ihn. Und es ist, wenn Sie jetzt sich hinlegen und schlafen wollen und zumachen, die auch, dann kommen die Gedanken und das ist schlimmer als die Krankheit. In Herr Rückerts Worten spiegelt sich meine größte Angst wieder. Hier im Krankenhaus werden die Folgen des Rauchens, die sonst so weit weg sind, auf einmal greifbar. Es gibt nichts, was mehr Krankheit erzeugt in der Gesellschaft als das Rauchen. Es gibt nichts. Ja, also angefangen von HIV bis Selbstmord bis Autounfälle und Dieselabgase, alles. Zusammengenommen ist nicht, auch Alkohol, nicht so wirksam, Tote zu erzeugen. Oder schwere, leidvolle Krankheiten zu erzeugen. Ich treffe Herrn Galus, einen Patienten mit einer dieser leidvollen Krankheiten. Ihm wird in ein paar Tagen die halbe Lunge entfernt. Er raucht seit 40 Jahren. Aber leider das linke Lunge, also die linke Lappen, ist eigentlich zum Wegschmerzen, so gut zum Sagen. Ne? Ja, da sammelt sich dort das Sekret und so und du musst es raushusten. Ne? Was ist das dann, was da rauskommt? Nichts Schönes, ne? Hm. Ist das blutig, oder? Nein, blutig ist nicht. Nein. Hm. Nein, auch nicht. Aber das Lebensqualität ist wirklich nicht schön. Hm. Herr Galus hat im Teenie-Alter angefangen zu rauchen. Das haben wir gemeinsam. Und auch die Menge, die Marke, alles gleich. Oder? Kann man sagen, durchschnittlich ein Schachtel Zigaretten und dann gleich Marlboro dazu. Ne? Mhm. Die stärkste. Ne? Ja. Für die Operation musste er mit dem Rauchen aufhören, damit die Ärzte überhaupt Lungenteile herausnehmen können. Es war ein langer Kampf. Mittlerweile ist er seit 9 Tagen rauchfrei. Na, und dann nach der Operation, ich weiß nicht, wie das wird, mit dem Rauchen, weil... Hoffen Sie, dass Sie wieder rauchen dürfen dann? Ob ich dürfte, das wird bestimmt von den Ärzten gesagt, Sie sollten nicht mehr weiter rauchen. Aber ich von mir aus selbst, ich denke, auf die 2 Zigaretten zum einen Kaffee am Nachmittag werde ich nicht verzichten. Echt? Ich bin schon zu alt, ne? Dass ich das nachher sagen kann, gut, ich rauche ich weiter nicht mehr. Ne? Ja? Das kann ich. Sie, das zu alt kann zum ich, Aufhören, meinen Sie? Aber das ist doch Quatsch, oder? Na, das ist Quatsch. Ne? Weil bei Ihnen hängt es ja offensichtlich, also es ist ja ganz wichtig, dass Sie gar nicht mehr rauchen. Ne?
vor der Operation. Jetzt rede ich selber schon wie so ein Arzt, ne? Ja. Ja, wenn es um andere geht, kommen einem die schlauen Ratschläge plötzlich wie von selbst über die Lippen. Aber die Vorstellung, dass Herr Galus mit einer halben Lunge weiter rauchen will, ist einfach hart. Also war der schlimmste Tag, dass ich angefangen habe. Aber damals hat es Spaß gemacht, ne? Das ist furchtbar, wirklich. Ja. Wer hat das erfunden? Wer hat es erfunden? Ja, den möchte gern. Ein paar Stunden später habe ich meine schlauen Ratschläge und Einsichten schon wieder erfolgreich verdrängt für den Moment. Meine Kippe qualmt und ich rauche, wie ich es gewohnt bin, bei der Arbeit. Aber wie verrückt ist das eigentlich? Ich schneide die Interviews mit dem Patienten und rauche dabei einfach weiter, schön eine nach der anderen. Dabei muss ich noch einmal daran denken, was Herr Mücke, der Zigarettenlobbyist, zum Thema Krankheiten zu sagen hatte. Es gibt Menschen, die können mit dieser Eigenverantwortung umgehen und sicher die übergroße Mehrheit. Aber ich will nicht bestreiten, dass es einen kleineren Teil gibt von Menschen, die mit dieser Verantwortung nicht umgehen können. Das konzidiere ich gern. Dabei sind die Kettenraucher, die richtig Süchtigen, doch die lukrativsten Kunden für die Tabakindustrie. Boah, die ganze Situation ekelt mich an. Und meine eigene Sucht auch. Ein paar Tage später. Geschrieben, wir brauchen noch die Rauchstopp-Verabredung. Sie haben nicht gefragt, was. Meine letzte Therapiesitzung. Wir verabreden meinen Rauchstopp mit Vertrag. Ich soll mir selber schriftlich versichern, wann ich aufhören will, was ich statt dem Rauchen machen möchte und für wie lange der Vertrag anhalten soll. Okay. Hier. Und Sie sollten sich klar machen, ist es für mich eine Kann- oder eine Muss-Option? Das hat sich sehr bewährt, weil dadurch natürlich Sie selber ganz tätig werden, ne? Und selber sich nochmal wirklich klar machen, was Sie eigentlich wollen. Und das ist ja genau das, was in der Sucht passiert, dass es einem wegrutscht. Und heute ist der 29.03.2018. Okay, danke. So. Gut. Voller Motivation laufe ich zur Apotheke. Nikotinersatzmittel kaufen. Für die Notfallsituationen, die bestimmt kommen werden. Also ich habe mich jetzt eingedeckt mit Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi, Nikotinspray und ein paar Bonbons. Und das zusammen hat 97 Euro gekostet. Das ist ja wohl unglaublich. Das Spray allein schon 33. Jetzt verdienen erstmal die Hersteller dieser Produkte an mir. Meine Lunge wird's mir hoffentlich danken. Und ich will ja nicht ewig an diesen Mittelchen hängen bleiben. Okay. Das Feuer? Auch. Ah, und die Schachtel. Der Dreh ist jetzt eine Woche her und das ist tatsächlich der erste Film in meinem Leben, den ich geschnitten habe, ohne dabei zu rauchen. Und ich bin total froh drüber. Es war aber auch nicht immer leicht. Es sah auch nicht immer schön aus. Es gab 2, 3 richtig schlimme Entzugsmomente. Ich möchte jetzt eine rauchen. Wirklich wahr. Was mir vor allen Dingen geholfen hat, waren die Tipps von Dr. Gra, irgendwas anderes zu machen, anstatt zu rauchen. Also zum Beispiel eine Meditationsübung. Oder einmal um den Block gehen, mir ein Räucherstäbchen anzünden. Also das mag jetzt irgendwie profan klingen, aber das waren wirklich Dinge, die mich da durchgerettet haben. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit dem Rauchen? Raucht ihr vielleicht immer noch gerne oder wollt ihr auch versuchen aufzuhören? Habt ihr eine andere Art von Rauchentwöhnung hinter euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch noch mehr von uns angucken wollt, dann findet ihr hier oben unseren Zweitkanal Y2 oder hier unten den Film über das Saufen von Hubi. In dem Film hat er auch noch geraucht.